Seit Samstag herrscht bei den Löwen neben einem Presseboykott nun auch noch ein Hausverbot für Journalisten. Der Zugang zum Trainingsgelände ist nicht gestattet, hieß es in der offiziellen Pressemitteilung. Es ist Montag 11 Uhr, wir wollten uns gerade das öffentliche Training anschauen, wurden aber leider vom Ordnungsdienst hinter mir nicht reingelassen. Die einzigen, die sich das Training jetzt anschauen können, sind die Fans. Laut Bild-Zeitung wurde der Verein von Investor Ismaik zu dem Medienboykott gedrängt. Am Donnerstag hatte er in einem Facebook-Eintrag die Medien heftig kritisiert, ihnen eine Lügenkampagne und Manipulation der Fans vorgeworfen. Denn viele Medien hatten kritisch auf die Entlassung von Trainer Kostas Runjajić und die Abberufung von Geschäftsführer Thomas Aichin reagiert. Der Medienboykott ist auf eine unbestimmte Zeit angelegt. Ob diese drastischen Maßnahmen dem Verein in der jetzigen Situation helfen, ist fraglich.